Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir befinden uns in Alaska, quasi zurück zu unseren Wurzeln, ganz am Anfang Nordhafen. Da kommt ein bisschen Nostalgie hoch und auch ein paar schlechte Erinnerungen. Aber mal gucken, ob sich das jetzt geändert hat. Wir sind, erwachsener geworden und haben bessere Fahrzeuge. Ich will bewusst nicht sagen, wir haben mehr Skill. Das wäre vermutlicherweise gelogen. Aber wir werden, wie angekündigt in den letzten zwei Folgen, uns um die ganzen Upgrades, die uns noch fehlen, die ganzen Basis-Upgrades, da werden wir uns drum kümmern in den nächsten Folgen. Und in den letzten zwei Folgen hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich mir sämtliche DLCs zu anderen Fahrzeugen von SnowRunner ebenfalls gekauft habe. Einfach, weil ich glaube, dass das für euch eine schöne Abwechslung ist und euch noch ein bisschen mehr und weiter unterhalten kann. Ihr könnt auch die Fahrzeuge mal sehen, wenn ihr vielleicht doch Bock habt, das ein oder andere Fahrzeug mal selber zu kaufen. Wir gehen also mal ins Trucklager. Dementsprechend haben wir natürlich jetzt eine ganze Menge Kohle und so ein bisschen ercheatet. Das muss man schon hier dazu sagen. Aber an Geld als solches hatte es ja jetzt erst einmal auch nicht gemangelt. Und ich dachte mir direkt am Anfang, benutzen wir mal so ein richtig cool klassisches Fahrzeug, den Land Rover Defender 90. Und ich hatte hier eben gerade schon einmal ein Upgrade gemacht und nur noch nicht wieder zurückgekauft, aber das passt so. SnowRunner hatten wir hier auch ausgewählt. Dann gucken wir mal. Wir haben erhöhtes Fahrzeug. Das nehmen wir mit. Wie sieht's mit den Reifen aus? Haben wir hier Schlammreifen? Ja, wir haben Schlammreifen. Sehr, sehr cool. Lass mal kurz gucken. Was haben wir denn hier Schönes? Komm. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Das können wir verkaufen. Was haben wir? Die autonome Geländewinde. Es ist und bleibt einfach ein absolutes Must-Have. Kurze Flachkappe, frontal. Kann man kaum, Entschuldigung, kann man kaum einen Unterschied erkennen, ne? Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie netter. So, dann gucken wir mal. Wir nehmen natürlich hier ein bisschen was Reparatur- und Spritmäßig mit, weil wir haben in Anführungszeichen nur 30 Liter dabei. Was haben wir denn hier Schönes? Da bin ich mal gespannt. Andere Fahrzeuge, wenn die hinten einen Reifen drauf haben, kann man die Anhängerkupplung nicht benutzen. Aber es ist auch hier nicht abwählbar. Ich kann das nicht abmachen, das Rad. Es könnte also sein, dass es trotzdem funktioniert. Man sieht aber, ich finde hier den Chrom irgendwie ganz nett. Das ist Nebelleuchte, das müsste so das Gleiche sein. So, was haben wir denn hier noch? Oh, einen Cage. Ne, den nehmen wir mit. So, wir gucken mal kurz. Haben wir hier irgendwie, die sehen voll spacey aus, die nehmen wir mit. Ich finde gerade das Vinyl sehr, sehr schön. Das würde ich jetzt einfach mal so lassen. Wir nehmen natürlich, das darf, ihr wisst Bescheid, das darf nicht fehlen. So, das nehmen wir jetzt alles mit. Und dann fahren wir mal los. Ich habe absolut keine Ahnung. Uiuiuiui. Nee, so dunkel brauchen wir es nicht. Und wie gesagt, ich habe mir das im Internet alles rausgesucht. Daher weiß ich genau, wo ich jetzt hinklicken muss. Nicht wundern. Der weiß ja alles. Der cheatet. Nee, ich cheate nicht. Also, man könnte es als Cheaten betrachten. Doch, vielleicht könnte man das tun. So, wir fahren jetzt hier einfach mal lang und gucken, wie es so läuft
mit dem Land Rover Defender 90. Es ist ein, wie soll man sagen, es ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube von Land Rover sogar eines der meistverkauften Fahrzeuge. Also sehr, sehr wendig, fühlt sich super wendig an. Gefühlt sind die Reifen ein bisschen zu klein, aber springy ist der. Eieieiei. So, wir schalten jetzt auch mal hier die Differentialsperre im Lastengang mit dazu. Und das macht immer ganz viel aus. Das ist immer ein ganz großer Unterschied. Aber bis jetzt hier Ast rein, ne? Zieht er hoch, macht er mit. Aber das ist halt auch üblich. Die wollen einfach mit den DLCs, mit den Fahrzeug-DLCs, wollen die, dass du eine gute User-Experience hast. Die wollen nicht, dass du das Gefühl hast, oh, für den Schrott habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben. Denn das muss man ja auch immer dazu sagen. Ich habe auch, ich glaube schon in der letzten Folge gesagt, ich kann das pauschal nicht empfehlen, diese DLCs zu kaufen, weil ich eigentlich das so ein bisschen boykottieren möchte, dass man für so ein Fahrzeug hier, ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Pack hier gekostet hat, aber so roundabout 4 Euro, ist halt einfach schon irgendwo so auch eine Hausnummer, ne? Wo man dann auch mal sagen muss, ist es das wert? 4 Euro? I don't know. Ich kann ja sagen, ihr supportet mich ja schon die ganze Zeit, weil ihr fleißig meine Videos schaut. Und von den paar Euro Einnahmen kann ich das hier mir ganz gut finanzieren. Und gerade als ich dann gesehen habe, hey, 20% Neujahrsangebot, wenn man so will, habe ich gesagt, komm, okay. Das gönne ich dem Kanal, wenn man so möchte. So, also, wir haben unser allererstes Update gefunden. So, ich weiß aber nicht mehr, was hier da ist. Erhöhtes Fahrwerk, das ist immer gut. Wir schauen direkt mal rein für den Ford CLT 9000. Und wenn ich mich recht erinnere, den habe ich noch gar nicht. Aber das soll natürlich nicht jetzt nichts hier abbrechen. So, also, ich muss jetzt einmal ganz kurz, aber ihr hört mich ja in der Zeit weiter. Ich muss hier einmal kurz in meine Liste gehen. So, das Fenster muss ich schließen. Die Liste kann ich öffnen. Da können wir einen Haken dran machen. Und dann öffne ich den nächsten Link. Ah, da haben wir jetzt einen ganz, ganz, ganz weiten Weg. Wir müssen nämlich einmal komplett auf die andere Seite. Und zwar ganz hier hinten hin. Hier irgendwo. Hier ist das. Na? So, okay. Also, ich überlege gerade, vielleicht machen wir dann auch das Rennen zu den Flaggen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Kann ich mich einfach nicht mehr daran erinnern. So, wir fahren hier hinten lang. Komplett einmal außenrum. Ich glaube, der andere Weg ist der andere Weg hier durch. Ja, habe ich nicht das Gefühl, dass der besser ist, schneller sei. Okay. Also einmal hier komplett außen rum. Dann fahren wir auch an einer Tankstelle vorbei. Das ist ja gar nicht verkehrt. Und wir werden natürlich sukzessiv die ganzen anderen Fahrzeuge auch benutzen, das ist ja klar, genau dafür haben wir es ja geholt. Aber erstmal ein bisschen testen, wir bleiben jetzt erstmal dabei. Ich wollte jetzt nicht gleich alle
alle durchknallen. Ja, das hier ist auch eine ordentliche Stelle. Es ist halt nur ein 37er Schlappen. 37 Zoll, das, wenn ich mir jetzt überlege, der Burlak 6x6 mit, was hat der? Paaren 50? Ne, 70 hat der. Der hat ja sogar 70er Schlappen. Ist einer der größten. Obwohl es ja ein Scout ist. Ich glaube nur noch hier so ein paar Caterpillar haben größere. Oder dieser Azov Antarktika. Der könnte auch noch größere haben. Und die Größe der Reifen ist auch super entscheidend. Also das haben sie gut implementiert. Das haben sie wirklich gut implementiert. Oh, Differentialsperre hier. Nicht rausfliegen. Während wir unterwegs sind, kann ich ja nochmal auf ein Thema eingehen, was wir schon mal besprochen haben oder was ich schon mal angerissen hatte und sehr viel Resonanz von euch kam mit durchaus unterschiedlichen, also wenig, gemischter Zustimmung. Und das finde ich ja immer super interessant, weil das bedeutet, man hat weiteren Gesprächspotenzial. Und da ging es um die Möglichkeit der Kartenzahlung. Und ich bin ja so ein Verfechter von, ich mag Portemonnaies nicht. Und ich kann, also ich finde das nervig, dieses dicke Portemonnaie ist, erstens, es kostet Geld, das Portemonnaie selbst. Ne? Also ich muss Geld für ein Behältnis zahlen, wo ich Geld reintue. Das ist ein, empfinde ich als ein sehr weirdes Konzept. Egal welche Börse man besitzt, es ist immer das Gleiche. Entweder es passt nicht alles rein, wenn alles reinpasst, dann ist es zu groß. Und irgendwas vergisst man trotzdem im Portemonnaie. Weil irgendwer, und damit meine ich jetzt vielleicht mal eher meine Frau, irgendeine Karte rausgenommen hat und nicht wieder reingetan hat. Also, und man verlässt sich ja dann drauf, ne? Man nimmt ja einfach nur das Portemonnaie mit raus. Man nimmt einfach nur das Portemonnaie raus. Oder nicht raus, man nimmt es einfach nur mit. Und dann glaubt man, es dabei zu haben. Wenn man jetzt das Portemonnaie nicht mitnimmt, aber weiß, man geht zum Arzt, dann prüft man mit Absicht nochmal, wo ist denn meine Karte, und nimmt die dann mit. Deswegen ist mir das, bin ich irgendwann, und dann hast du ja diese Münzen. Die Münzen sind das Allerschlimmste. So ein Schein, das geht ja noch. Aber diese Münzen, du hast meistens die 1-Euro-Münzen und 50-Euro-Münzen, 50-Cent-Münzen, die du für einen Einkaufswagen brauchst, sind sowieso generisch nicht vorhanden. Das heißt, die fehlen dir sowieso immer, meine Güte, dass diese Barrikaden da, die sind aber auch immer aus Beton, du. So, Moment, jetzt hier. Jetzt muss man ja echt. Kann man ja fast nicht glauben, ne? Aber gut, das war halt, man wollte introducen, du brauchst Reifen mit Ketten. Aber dann schaffe ich den anderen Krempel halt nicht. So. Sprich, auch das funktioniert irgendwie nicht mit diesen Münzen. Und du machst dir die Hosen kaputt, weil die immer ausgebeult aus sind. Und ich bin so jemand, ein Portemonnaie trage ich wirklich in der, würde ich oder habe ich immer getragen, in der Gesäßtasche.
Vorne in der Hosentasche mag ich das überhaupt nicht. Und ja, im Winter kann man die auch in die Jacken packen. Aber im Sommer hast du halt eigentlich keine Jacke dabei, ne? Wenn du dich hinsetzt, sitzt du immer. Meine Güte, also der rutscht schneller weg. Der rutscht schneller weg. Hat der. Der hat Hinterradantrieb. Hm. Und dann sitzt du da immer so ganz komisch. Mit so einer Pobacke irgendwie höher als mit der anderen. Dann musst du das Portemonnaie sowieso rausnehmen. Dann legst du das Portemonnaie irgendwo hin. Und wenn du das Portemonnaie irgendwo hingelegt hast, hast du wieder Potenzial geschaffen, dass du es vergisst. Also, come on, kann mir keiner erzählen, dass er noch nie sein Portemonnaie irgendwo vergessen hat. Also zumindest habe ich das immer regelmäßig irgendwo liegen lassen. Wurde mir aber bis jetzt noch nie irgendwie geklaut. Ein einziges Mal wurde mir ein Portemonnaie geklaut. Da war ich aber Teenie oder sowas. So. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt dazu gekommen bin, mich so gegen Bargeld zu wehren. Weil es total unpraktisch ist. Und man hat natürlich immer nie was dabei. Also das kommt ja noch dazu. Ne? Und natürlich, das alles kann man managen. Ist keine Frage. Ist keine Frage. Es ist aber eine Frage der Laziness. Und ich bin, wie heißt das? Wie sagt man? Ich hole das Maximum aus dem Minimum raus. Meine Güte, muss hier richtig gegen den Strom ankämpfen. Und ganz kurz, weil ich sonst den... Ah, das sehe ich nicht. Ich weiß ganz genau, ich verpasse den sonst. Und so langsam fing ich dann an, nur noch Karten mitzunehmen. Also nur noch Führerschein und... Ich wollte gerade Kreditkarte sagen, aber einfach nur Girokarte. Und dann hatte ich auch so geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten. Da gibt es ja solche Bügel-Wallets oder irgendwelche Karten mit Band etc. Aber auch da habe ich das, ich habe es nie gekauft. Ich habe auch selbst überlegt, ob ich es... Ich hatte mal überlegt, ob ich es selber drucke und habe es dann irgendwie doch gelassen und dann kam bei mir zwangsläufig, okay, ich möchte mir jetzt ein neues Handy kaufen und das neue Handy hat halt auch die Möglichkeit mit einem NFC-Chip, dass ich kontaktlos zahlen kann. Und damit fing es dann eigentlich an. Ich habe mir eine Hülle geholt, da passt eine Karte rein. Und diese eine Karte, dort ist jetzt aktuell einfach nur mein Führerschein ist drin. Genau. Ja, richtig. Richtig. Führerschein, den muss ich mit mir mitführen im Auto. Das gibt sonst, ich glaube, 10 Euro oder sowas, wenn man den nicht dabei hat. Und den Personalausweis muss ich nicht mit mir rumführen. Aber auch das macht manchmal Probleme, ne? Kann ja auch noch erzählen, wann das Probleme macht, dass man keinen Personalausweis dabei hat. Wobei ich mich dann nicht eher darüber ärgere, dass ich keinen Personalausweis dabei habe, sondern darüber ärgere, dass manche Geschäfte meinen, das verlangen zu müssen, einen Personalausweis. Okay. Dann... Geht es, also ihr kennt jetzt mein Status quo nochmal. Warum will ich eigentlich kein Portemonnaie haben? Moment, ich muss noch einen wichtigen Punkt dazu sagen. Ich möchte nicht Bargeld abschaffen.
Da bin ich, und das kam nämlich auch mal so hin und wieder in den Kommentaren, konnte man das so ein bisschen raushören, rauslesen. Auf keinen Fall, ich will kein Bargeld abschaffen. Es ist gut, dass sie diese, ich glaube 500er war das gewesen, dass sie das gestrichen haben, gecancelt haben. Kein Mensch braucht einen 500er Schein oder irgendwas Größeres. Und von mir aus streicht auch die 200er, ist mir auch egal. Aber ich sag mal 100, 50, alles was es gibt, super. Und bitte, keine Ahnung, holt auch noch einen 1-Euro-Schein. Ich will einen 1-Euro-Schein. Nur um das nochmal so ganz kurz angerissen zu haben. Ich guck nochmal, jo, genau, nicht, dass ich aus Versehen was verpasst habe. Und die jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich habe ihn gleich wieder. Und der Punkt, dass oh meine Güte. Und der Punkt, dass ich nur noch mit Karte zahlen möchte, ist reine Bequemlichkeit. Und dann kamen Argumente, ja, aber das ist so teuer. Also, ich habe mich daraufhin ein bisschen mal schlau gemacht, welche Möglichkeiten es gibt und wie das ganze System funktioniert. Und ich werde jetzt nicht im Detail das rausholen, erzählen, weil dafür müsste ich mir das jetzt vorhalten, damit ich auch wirklich nichts Falsches sage. Aber für jede Transaktion, also man holt in dem Sinne, und das war ja auch, hat ja auch jemand so geschrieben, man holt in dem Sinne für jede Transaktion einen weiteren, einen Partner mit ins Boot. Und in der Regel sogar nicht nur einen, sondern zwei. Das ist einmal die Bank selbst und ein Institut, wie zum Beispiel Wirecard. Aber gut, gibt's ja nicht mehr, Gott sei Dank. Die diese Transaktion für einen abschließen. Also, man selbst ist die eine Partei, geht hin, hält die Karte hin und dann passiert so eine Transaktionsgeschichte und diese dritte Partei, nicht die Bank, die dritte Partei möchte natürlich auch bezahlt werden. Und da ist es so, dass man in dem Sinne das hinten ganz kurz. Da vorne ist es. Jetzt überlege ich gerade. Kommen wir hier hoch? Wie fährt sich's auf dem Schnee? Ganz gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier. Nee, fährt sich nicht gut. Wir fahren im Flussbett. Wir fahren hier runter. Ins Flussbett. Und da glaube ich, ist es etwas besser. Schnorchel müsste eigentlich reichen, sodass wir gut durchkommen. So, und da ist es so, dass diese Transaktion nicht vom Kunden bezahlt wird. Moment, ich sag's gleich. Nicht vom Kunden bezahlt wird, sondern das muss vom Händler bezahlt werden. Weil er hat natürlich die freie Wahl und das wäre für den Händler ja auch viel zu kompliziert, wenn er jetzt das Ganze mit in dem Sinne zig Firmen ausmachen müsste und deswegen lässt man in dem Sinne die Wahl dem Händler und der managt das dann. Aber natürlich tut er die Kosten dafür wieder am Ende auf den Kunden abwälzen. Das ist natürlich klar, das ist so wie alles, wenn er also jetzt, und das ist zum Beispiel auch, wenn der zur Bank geht, um Wechselgeld zu holen, dann muss er dafür bezahlen.
Das heißt, wenn der sagt, ich möchte 200 Euro in 1-Euro-Münzen haben, dann bezahlt der 200 Euro für die 200, für die 200 1-Euro-Münzen und on top nochmal eine Gebühr. Die ist, glaube ich, bei die Sparkasse nimmt da, glaube ich, 4,95 Euro pro Aktion, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder ob das pro Rolle ist und dann zahlst du weniger als, dann zahlst du irgendwie nur ein paar Centbeträge. Also sprich, auch diese Ausgaben werden natürlich abgelegt. Deswegen ist das Argument, ja, ich finde es aber nicht richtig, dass die Kosten für Karten, und ich benutze ja keine Karte, auf die Gesamtpreise abgewälzt werden. Ich sage, das gilt für alles. Wenn der seine irgendwas ausdrucken muss auf Papier, dann bezahlst du ja am Ende auch den Drucker, du bezahlst den Computer, du bezahlst das Internet. All das wird natürlich abgelegt auf die entsprechenden Positionen. Ja? Also es ist immer eine Mischkalkulation. Deswegen weiß ich nicht, ob man wirklich sagen kann, weil du bezahlst, wenn der sich jetzt entscheidet, ein Überwachungssystem von der Firma X zu nehmen, die dreimal so teuer ist wie irgendein anderes Überwachungssystem, welches vielleicht genauso gut ist, bezahlst du das auch mit. Auch wenn du sagst, ne, ich finde das eigentlich nicht richtig, ich klaue ja dort nichts. Warum machen sie jetzt hier ein Überwachungssystem? Warum soll ich dafür bezahlen? Ich klaue ja nichts. Es ist halt genau das Gleiche. Und ich finde schon, dass der Kunde König ist. Auch das wurde mal angemerkt. Man könne nicht als Kunde immer erwarten. Man muss es, nur um sicher zu gehen, nochmal eine Sache differenzieren. Man muss den Verkäufern gegenüber natürlich immer absolut höflich sein. Das ist ganz klar. Die haben ja, selbst wenn es der Geschäftsführer ist, oder die Geschäftsführerin, es tut mir leid, dann muss man natürlich den Menschen auch höflich gegenüber sein. Aber dennoch habe ich eine ganz klare Erwartung, dass ich überall mit Karte bezahlen kann. Denn wir leben ja jetzt nicht hinterm Mond. Und natürlich können Systeme auch mal kaputt gehen. Hatten wir letztens, meine Frau und ich wollten brunchen gehen. Das war noch, als ich Elternzeit hatte. Gerade einmal brunchen gehen, war das ganze Kassensystem kaputt. Bei denen war allerdings auch nicht nur das Kassensystem, sondern das interne Buchungssystem. Also die Computer waren alle kaputt. Ja, und dann musstest du irgendwo hingehen und nochmal Bargeld abheben, damit du das machen kannst. So, aber ich merke, ich habe schon wieder total die Zeit überzogen. Ich sage vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden natürlich in den nächsten Folgen weitermachen. Ich sage vielen, vielen Dank. Macht's gut, meine Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.